Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 von Simotrans Kooperation. Ja, Michael hat geschrieben, wir starten in Bielefeld, da bin ich auch schon vor Ort und hier soll der Bahnhof erstmal ausgebaut werden. Und zwar einen im Norden hat er geschrieben und zwei, drei im Süden. Und ein Postkasten soll da auch gleich hin. Das machen wir auch hier bei den Autos. Der Postkasten kann ja direkt hier hin, dann passt das schon. Dann haben wir auch Güterbeladung. Hier unten ist uns ein Häuslein abhanden gekommen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Sollte man überlegen, ob wir da was hinbauen oder nicht, ne? Und dann eine Kutsche machen. Ich lasse es erstmal. Das kann ja noch ein bisschen mehr werden da. Gut, das haben wir dann. Und dann hat er eine Irritation festgestellt, die im Liniensystem ist. Und zwar Bielefeld, Hamm, Hannover, Hamm. Und er hätte gerne... Wie war das denn jetzt? Hannover, Bielefeld, Hamm. Ich kann ihm sagen, auch warum das so ist, das war kein Humbug, sondern ich hatte einfach das BI als erstes, habe ich öfter gemacht, dass ich erst immer alphabetisch sortiert habe, die Städte hier und dann das eingetragen. Aber wenn das so irritativ ist, dann machen wir das natürlich so. So, jetzt passt's, ne? Hamm, Hannover, Bielefeld, Hamm. Und dann sollen wir ins Dortmunder Depot gehen. Warte, ich glaube, ich muss jetzt erst Enter drücken, damit sich das ändert. Genau so ist es. Linie brauchen wir nicht ändern. Sondern wir müssen jetzt zum Depot nach Dortmund. Ich denke mal, diese Richtung ungefähr. Und dann etwas nach Norden. Dann müssten wir es haben, oder? Ah, nicht ganz. Ein bisschen weiter war es noch. Da ist es. So, da soll ein neuer Zug aufgesetzt werden. Und zwar... Der Zug muss noch überführt werden, ne? Diese Lok und der 9-1er, ne? Und der kommt natürlich dann auf dem Fahrplan Hannover, Bielefeld, Hamm. Da ist er und starten wir. Gut. Hier kann es dann zu. Wir schmeißen die Lok an und die verfolgen können. Und dann müssen wir noch, ja, da gehen wir bei der Linienverwaltung gerade, ist am einfachsten, ne? Die Saxonia hier. Das Hamm, Bielefeld, Hamm, ja, das ist das. Die werden wir dann ausmustern. Gut. Die schmeißen wir mal da rechts hin. 80 Personen sind da gerade drin. So, das haben wir. So, dann nach Dortmund, da sind wir ja schon richtig hier. Da kann das Gleis nach Norden entfernt werden. In zwei Schritten hat der Michael geschrieben, damit uns das nicht ein Problem machen wird, irgendwie wegen Signale und sowas. Ich glaube, wenn man das so macht, ne, dann hat man sowieso kein Problem damit, wenn ich das richtig verstehe. Weil dann kann man das so machen. Und ich weiß nicht, ob es ganz weggeht, könnte aber sein, ne? So passt's, das ist komplett weggegangen. So, das haben wir weggemacht. Oh, guck mal, da wohnt einer im Grünen. Ach, hatte ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Und dann soll da der Bahnsteig ausgebaut werden. Viererlänge, das nördliche Gütergleis auf Viererlänge machen. Machen wir das doch. Eins, zwei. Kohlemine sind 5 Adlergespanne drauf, weiß ich jetzt gar nicht, aber das können wir ja ganz schnell feststellen. Da. Und Dortmund Zeche ist das. Hamm KKW. Sieht so aus. So, und auf die Linie soll jetzt auch ein neuer Zug drauf. Und dann müssen wir mal gerade die Lupe haben. Und zwar die... wie hat das geschrieben? B727A. Ach so, deswegen geht das nicht, weil wir da einen weiter rüberrutschen müssen. Die und Waggons. Wie viel sollen da dran? 12 Stück gut. Und wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passt. Und das soll natürlich auch auf die Linie.
Dortmund-Zeche war das. Dahin. Und dann starten wir den auch. Und dann können wir den auch hier in Empfang nehmen noch. So. Die Adler mustern wir alle aus. Aha, da können wir sie alle aus... Oh, das war ja jetzt nicht richtig, ne? Shit, da haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir den neu erstellten gerade auch in die Tonne gemacht, ne? Jetzt muss ich da klicken, da klicken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schnell den Fahrplan rausgesucht, damit die Kohle da liegen bleibt, ne? Sonst haben wir ein Problem. Dortmund Zeche haben starten und schließen und sind noch welche drauf, das ist gut. Ich hoffe, der wird jetzt nicht ausgemustert, ne? Den habe ich ja danach noch gekauft. Oder habe ich jetzt zwei drauf gesetzt? Nein, habe ich nicht. Vielleicht sollten wir besser das wegmachen. Ja, alle Ausmustern ist jetzt auch ausgeschaltet. Details, Ausmustern ist da angeklickt. Das passt schon. Dann brauchen wir hier noch das Detail mit Ausmustern. Das ist nicht angeklickt, dann passt das. Okay. Das kann dann so bleiben. Und vielleicht könnte auch ein zweiter Zug dahin, hat der Michael geschrieben. Mir sieht er so lang aus, aber doch, der passt auf die vier Felder, ne? So, und dann belädt er auch schön. 120 Tonnen. Wunderbar, funktioniert. Gut, die anderen tuckern da noch lang. Wie ist die Endgeschwindigkeit von so einem Ding? 21 km/h und die andere fährt gerade los. Schon 22 km/h, 23, also schneller wie auf jeden Fall die kleinen Adler. Obwohl, die holt gerade auf hier, 22 km/h, rasant am Schnellfahren. Hier sind wir aber bei 28, 29, 30. Ja, die wird wohl auf Endgeschwindigkeit von 50 schaffen. Ich glaube, 50 war sie, ne? Gut. Und das ist, glaube ich, die letzte, die da auf der Tour ist, ohne diese. Gut. Ach so, da müssen wir auch noch einen Bahnhof ausbauen in Hamm. Das haben wir so gemacht und ich glaube, den anderen machen wir mal hier mit, oder? Ich glaube, der lädt dann da auch auf. Will ich hoffen. Könnte aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, das ist jetzt schon mal soweit geklärt. Dann machen wir das weg und jetzt hat der Michael noch... Dortmund Kohlezeche haben ziemlich viel das Bedürfnis, nach Hagen zu fahren. Gucken wir doch da mal rein. Okay, das war das Falsche. Da brauchen wir eine Lupe. So, da wollen viele über Hagen Rathaus fahren. Ja, ich, ja, Menge passt ja doch. Und über Hagen Rathaus und nach Hagen Rathaus auch hin. Okay, dann möchte der Michael da... So... Dann müssen wir erstmal nach Essen, hat er geschrieben, und den dortigen Bahnhof ändern. Gut, dann müssen wir noch was verlängern. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir gemacht. Das funktioniert also auch. Die anderen sind schon so. Und aus dem Dortmunder Depot. Ne, da ging es nach Recklinghausen hoch. Hier unten ist das Dortmunder Depot. Da ist es. Lupe. Die Lok.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einen. Und Essen. Dortmund Zeche Hagen. Und starten. Können wir schließen. Den hätte ich gerne noch aufgenommen hier. Gucken wir uns auch noch weiter an. Und dann müssen wir natürlich auf die Linie. Dieses kann zu. Essen war das. A, B, C, D, E, Essen. Die Saxonia können wir dann ausmustern. So, die sollte dann auch irgendwann gleich verschwinden. Haben wir auch gemacht. So, dann noch kurz zur Nord-Süd-Magistrale. In Göttingen stauen sich nun auch schon bald 2000 Passagiere. Göttingen ist, glaube ich, da. Passt. Gucken wir da mal rein. Ja, 2000, davon 1878 sogar nur nach Hannover. Und die paar da drunter kurz davor und da mal noch ein paar mehr. Post ist da auch angesagt. Gut, da will der Michael auch noch was machen. Ja gut, Nürnberger Depot. Nochmal einen zweiten Zug und dann gucken, dass der natürlich in Sachschon anhält. Hier irgendwo müssen wir lang, oder? Da ist, glaube ich, die Brücke, dann müsste hier. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich verfahren. Oder? Noch weiter rechts. Nee, jetzt habe ich mich verfahren. Da ist Nürnberg. Ach, ich war erst in Göttingen und nicht in Würzburg, deswegen hat das nicht geklappt, ne? Acht, neun, einen dazu. Das Ganze halt dann auf die Strecke. Hannover-Würzburg ist das. Diese hier. Kann er auch gleich starten. Fangen wir aber ab. Und gucken in den Fahrplan, dass er als erstes natürlich in Würzburg startet. Und er nicht so lange leer fährt. Gut, passt. So, das war das schon, was der Michael alles geschrieben hat. Jetzt können wir noch ein paar Kontrollgänge machen. Göttingen Rathaus können wir zumachen. Hier ist der weg. Das ist auch prima so. Das passt dann. Hier unten fährt noch ein Zug. Noch nirgendwo. Hier, das ist angekommen. Dortmund Zeche. Das ist der Kohlezug. Achso, da können wir nochmal gucken. Ne, das ist die falsche Richtung. Kraftwerk kurz einmal. Und gucken, wie sieht's hier aus. Da ist nichts drin. Das heißt, es kann wirklich ein zweiter Zug auf jeden Fall da drauf. Wer weiß, wie viel da wirklich drauf können. Machen wir das doch gerade. Die. Ach so, wir müssen erst das machen. Dann das, dann das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 8, 10, 11, passt. 12. Nochmal den Fahrplan. Und starten. Fährt der passend da lang? Ja. Wo ist die andere gerade? Okay, die ist kurz davor. Ich habe fast die Vermutung, dann können wir auch noch einen dritten oder vierten drauf machen, weil das Kraftwerk da definitiv gut Kohle bearbeitet. Da wäre schon eher das Problem, dass hier nichts ist, aber wie man sieht, sind da auch reichlich Tonnen. Aber das können wir dann nächstes Mal begutachten. So, er fährt hier lang, das passt auch. Und ist mit 1981 auch im Positiven unterwegs. Passt. Wen haben wir hier unten? Der hat 92, 93 Passagiere dabei. Hannover, Bielefeld, Hamm hat man ja ausgetauscht. 7 Postsäcke. Das ist, denke ich mal, auch gut. Und hier links
Ist Essen Dortmund Zeche Hagen am Fahren. Da stehen sogar schon schwarze Strecke hier. Ah, der kommt gerade hier unten wieder hoch, ne? Okay, der muss jetzt gerade ein bisschen warten, bis er hier durchfahren kann. Hoffentlich haben wir uns jetzt hier nicht ein Nadelöhr gerade gebaut, wo das nicht klappt mit dem Vorbeifahren. Das könnte nämlich sein. Aber er hat Vorrang, deswegen kann das gehen. Okay, da müssen wir uns Gedanken drum machen. Wenn er nämlich jetzt losfährt und er hier steht, dann könnte es so eine Schwierigkeit sein, ne? Aber der darf durchfahren, ne? Ja, dann ist das noch gut gegangen. Aber das könnte auf Dauer hier ein Nadelöhr sein. Stellt sich mir gerade die Frage, ob das hier jetzt positiv ist, dass es da lang geht oder nicht. Jetzt fährt er, aber der ist nur so kurz, deswegen geht das. Der wird jetzt hier lang fahren und dann wird er einen Stau verursachen, weil der hier noch im Weg steht, oder? Kann das sein? Es könnte vielleicht knapp gehen. Ne, er fährt hinten sogar rum. Und fährt, ich wollte schon gerade sagen, fährt da rein? Nein, fährt er nicht. Dann geht's ja. Aber wie wir gerade gesehen haben, ist der ziemlich lang und der 12er Kohlezug, der könnte genauso lang sein. Das könnte ein Problem werden. Wo wartet er? Ach so, bei der Zufahrt wartet er noch, ne? Oh, ist natürlich ein langes Ende hier. Da können wir vielleicht noch ein zweites Gleis reinsetzen, ne? Wie sieht's denn mit der Brücke aus? Wo wir das aufschütten? Wahrscheinlich mehr im Süden, oder? Kann das sein? Ja, muss im Süden sein. Und wie sieht's hier unten aus? Da geht das mit der Brücke auch. Falls da mal was ist, machen wir das jetzt mal gerade, dass wir dann noch eine Ausweiche hinbauen, oder? So, Signale hin. Gut. Oh, der hat knapp Plus erreicht. Er wartet da unten immer noch, ist klar. Und das ist hier der Bielefelder, ne? Der ist durch den Tunnel irgendwo gefahren. Macht natürlich gerade ziemlich viele Miese. Wo ist er denn? Ah, der fährt gerade nach Essen, okay. Hier Essen hatten wir schon, Rot-Weiß, Schwarz-Weiß Essen spielen hier, ne? Ich weiß gar nicht, wer der dritte ist. FC Essen oder so. Keine Ahnung, ob es sie gibt. Und vielleicht sollten wir hier noch was mit den Stadtbahnen machen, Stadtbus machen. Ich glaube, das können wir schon mal machen. Die ist da, dann ist die da. Linie müssen wir dann ändern. Stadtbus Essen ist da. Linie ändern ist Essen Rathaus, Essen H. Dann wieder Essen Rathaus. Und dahin. Und dann wieder zum Essener Rathaus. So passt's. Dann sind die drei Häuser auch angeschlossen, aber hier wäre ja auch noch was möglich, ne? Da müsste hier die Bushaltestelle natürlich sein, so mitten in der Luft. Können wir aber auch hier dann hinsetzen. Ich glaube, bevor die uns das zubauen, können wir das auch machen, oder? Und die Bushaltestelle dahin. Das Sinn macht, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben sie erstmal da stehen. Und die Linie ändern wir dann nochmal. Rathaus wieder hin. Und dann wieder dahin. Gut, dann passt das. Das können wir dann schließen. Der Bus sollte dann da passend langfahren. Beziehungsweise die Kutschen zurzeit ja noch. So, er macht hier Plus, das heißt, den können wir auch zumachen. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus.
fährt noch 0 ein. Ach so, der ist erst auf dem Hinweg, ne? Dann sieht das noch nicht so gut aus. Der Bielefelder hier, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber der fährt jetzt gerade in Hannover ein. Gucken, wie sich das gerade macht noch. Aber dann sind wir auch schon durch mit der Folge, ne? Kurz einmal. So, jetzt haben wir hier, okay, 3900. Das waren ja schon ein paar und er ist voll geladen. Das heißt, er müsste sich eigentlich rentieren. Wisst ihr was? Wir machen mal gerade den schnellen Fahrweg bis nach Bielefeld. Göttingen ist wieder überfüllt. So, da sind wir über die Weser, glaube ich, ne? Hier noch so ein paar Seen und sowas. Und dann sind wir schon in der Nähe von Bielefeld. 270. Ach so, 38 steigen hier nur aus. Auch schön, ne? Okay. Das wird nicht viel Geld geben. Sind wir schon wieder bei 8000. Oh. Ich dachte, es gibt nicht so viel, aber es gab reichlich. Gucken wir gerade noch Hamm, lass ich nochmal schnell laufen. Ist ja auch vielleicht ganz gut für unsere fortschrittlichen Techniken, die da kommen werden, ne, mit weiteren Zügen und so. So, da fährt er durch und da fährt er ein. Hat er wieder Minus gefahren hier. Der da oben kommt auch gerade an. So, unten abkassiert 6000, 153 zugestiegen, ich glaube, da können wir mit leben, aber hier 55 Sack Post, das ist natürlich reichlich. Dann machen die Postsäcke das Geld, ne? Hier oben 15.000, okay, ich glaube, wir brauchen nicht mehr reden, das ist erledigt. Das hat gut geklappt, dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.